Schauen wir uns mal das Terminal an. Kann man nur benutzen? Hm. Kein Strom. Kein Strom. Ja, wir haben doch eine Batterie. Und da ist eine Wartungsklappe. Ich bekomme meine Finger nicht in die Rillen. Ja, dann vielleicht mit so einem Schraubenzieher. Genau das, was ich brauche. Ja, das war leicht. Das war allerdings noch leicht. Jetzt gucken wir mal, ob das da drinnen auch noch so leicht ist. Durchgeschmorter Chip. Kein Wunder, dass das Terminal nicht funktioniert. Der Chip ist durchgeschmort. Vielleicht müssen wir mit dem durchgeschmorten Chip zu unserem Technikfreak zurück. So, kleiner Chip. Du hast tolle Arbeit geleistet. Aber jetzt wird es langsam Zeit zu gehen. Leb wohl. Wo ist er jetzt hin, der Chip? Weg. Steckplatz. Wir schauen uns den mal an. Da fehlt ein neuer Chip. Ja, dann werden wir sehen, wo wir den vielleicht herbekommen. Batterie, Membran. Was ist mit dem Datenkristall und was ist mit dem Rinnsal? Wenn die Wand bricht, dann bin ich verloren. Also hier gibt es auf jeden Fall einiges zu entdecken noch. Was ist mit dem Abgrund? Das sind mindestens 15 Meter. Ganz unten kann ich eine Treppe sehen und zwei Schaukästen oder so. Oh, ist nicht ganz wenig. 15 Meter? So, was haben wir denn noch? Wir gehen einfach mal weiter hier rundherum. Vielleicht finden wir hier drüben noch was. Also hier scheint jetzt erstmal nichts. Hier ist eine Ranke. Versuchen wir die mal runterzuziehen. Ich glaube, da habe ich etwas Besseres als meine Hände. Ja, dann mit dem Messer vielleicht. Ich mache das besser von weiter oben. Okay, dann gehen wir erstmal nach oben. Oder sie geht von alleine. Hoffentlich hält der Schutthaufen mein Gewicht. Geschafft. Jetzt muss ich nur noch. Und hepp! Okay. So viel dazu. Jetzt muss ich nur noch wieder nach. Okay. Das ist ja eigentlich auch mal ganz nett. So eine kleine Sequenz. Da haben sie halt versucht, so ein bisschen ihr Humor wieder hier reinzubauen. Aber auf jeden Fall können wir jetzt nicht nur nach oben, wir können jetzt auf jeden Fall nach unten. Und wir gucken jetzt mal ganz kurz, hier scheint nichts mehr zu sein. Dann gehen wir einfach erstmal runter. Und sehen, was da unten noch zu entdecken gibt. 15 Meter ist ja nicht gerade wenig. Aber auf jeden Fall können wir uns hier nochmal das Rinnsal angucken. Absuchen können wir es auch. Steine. Steine. Und nochmal Steine. Noch mehr Steine? Ja. Das war irgendwie zu erwarten. Kalt. Okay. Was gibt es denn noch? Also hier können wir auf jeden Fall nach oben. Wieder an der Ranke. Hier gibt es ja noch eine Treppe. Vielleicht kann man da auch hochgehen. Nee, scheinbar nicht. Okay. Aber man kann da rein. Hier ist ein Schaukasten. Schauen wir mal den Schaukasten an. Im linken Schaukasten stand ein alter Bildschirm. Dick und klobig. Wie dein Gerät da in der Ecke. Klingt, als wären sie in einem Medienarchiv gelandet. Ha, das ist toll. Man hat mehr Mühe in die Aufbewahrung alter Maschinen investiert, als in die Erhaltung des Klimas. Dieses eine Mal will ich Ihnen glauben. Oh, ein kleiner Anfang. Er möchte uns auf jeden Fall mal glauben. So, was haben wir denn hier noch? Rechter Schaukasten. Ansehen. Im rechten Schaukasten war eine große schwarze Scheibe mit einer Widmung. Für Elise. Das war eine Schallplatte. Wissen Sie, damit... Wirklich entzückend, wie Sie versuchen, Ignoranz vorzugaukeln. Schallplatten gibt es überall. Das kann nicht Ihre erste gewesen sein. Vermutlich war es sogar die letzte.
Ja, natürlich kennt sie keine Schallplatten. Also das ist... Schallplatten kennen ja heute schon viele jüngere Kinder nicht mehr. Könnt mir ja mal sagen, ob ihr noch Schallplatten kennt oder vielleicht sogar noch einen Plattenspieler zu Hause habt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir noch einen haben. Also meine Eltern. Oh. Hallo? Ich laber hier rein. Ist da jemand? Ist aber auch nicht so eine richtige Videosequenz. Woher soll ich wissen, dass die jetzt hier was macht? Da ist ein Schloss. Irgendwie tickt es hier auch alles. Ein elektronisches Schloss? Wie seltsam. An der Maschine ist ein elektronisches Schloss. Ich habe ja auch so eine ganz komische Befürchtung, dass wir gar nicht Nigel vielleicht gesehen haben. Ach, ein Nutrimat. Wusste gar nicht, dass es die schon so lange gibt. Nutrimat, ja, so kann man es auch bezeichnen. Red Curry Cola, neu. Naja, vielleicht kann man da was machen. Kommt nix. Klar, muss man Geld reinschmeißen, Fei. Oder Fei, das weißt du nicht. Passiert nichts. Schlitz. Vielleicht finden wir ja Geld hier irgendwo. Normalerweise zieht man hier seine ID-Karte durch. Der Nutrimat berechnet dann den individuellen Tagesbedarf und gibt die notwendigen Rationen aus. So bekommt jeder, was er braucht. Nicht so ganz. Also bei diesem Ding hier wird es definitiv anders funktionieren. Eine Klappe. Öffnen. Wir öffnen einfach mal die Klappe. Oh, das ist ein Terminal. Was kann denn da drin sein? Ansehen. Hierüber hat man Zugang zu den Turbinen. Oh je, das sieht ja kompliziert aus. Was ist wohl die Aufgabe dieser ganzen Schalter? Oh, wir haben ein Rätsel. Die Farbe der kleinen Lampe über dem Schalter hat sich verändert. Und der Schwimmer rechts hat sich bewegt. Vielleicht sollte ich ausprobieren, was passiert, wenn alle Lampen grün leuchten. Okay. Also das Ziel ist, alle Lampen grün leuchten zu lassen. Und die Frage ist, wie machen wir das? Hier kann man irgendwas machen, aber ich weiß nicht wie. Aha, okay. So kann man das drehen. Also man kann es auf dem Pfeil nicht bewegen, weil es hier schon in der endgültigen Position steht. Oh, die Sicherung ist rausgesprungen und alles wurde zurückgesetzt. Scheinbar darf der Schwimmer nicht zu weit ausschlagen. Okay, also dann von vorne. Versuchen wir mal. Der Schwimmer ist schon wieder zu weit ausgeschlagen. Okay. Ich muss die Schalter wohl in einer anderen Reihenfolge benutzen. Ja, das habe ich schon irgendwie verstanden. Die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge. Also das war ja soweit richtig. Und dann vielleicht rechts. Oder auch nicht. Aber wenn ich jetzt hier den Schalter benutze. Irgendwie habe ich es noch nicht ganz geschnallt. Also hier auf jeden Fall ist richtig, ne? Da geht's runter. Hier geht's hoch. Runter. Hoch. Hoch. Auch nicht. Wo geht der Schwimmer denn hin? Hier geht er hoch. Runter. Hoch. Runter. Hoch. Geht er denn jetzt hier auch wieder? Ne, da geht er hoch. Hier geht er runter. Ist irgendwie schon kompliziert. Wie mache ich das jetzt? Ich verstehe auch hier diese Bildchen irgendwie nicht so 100%. Ob die überhaupt irgendwas zu bedeuten haben? Ja, es ist also irgendwie nicht so... Es ist mir nicht so ganz einleuchtend. Wenn ich mal hier was zuerst probiere... Geht gar nichts. Beim rechten geht er ganz weit hoch.
Das, also... So. So. Das klappt ja gar nicht. Es klappt ja irgendwie nur, wenn wir hier links anfangen. Da geht er nur ein bisschen hoch. Da geht er ganz weit runter. Hier könnten wir das auch überspringen, das Rätsel, aber ich möchte es eigentlich nicht. Ich möchte das schon irgendwie so ein bisschen rausfinden. So. Das war wieder nicht richtig, auf jeden Fall. Also, einmal hoch. Einmal runter. Einmal hoch. Nochmal hoch. Runter. So, und jetzt. Ja, aber das wird jetzt hier nicht funktionieren, ne? Wenn man dann hier was zurückdrückt, dann klappt's auch nicht. Hier kann man das irgendwie auch zurücksetzen. Was passiert, wenn ich das mittendrin... Aha! Das geht dann aber ganz von vorne los. So. Ja, irgendwie, also das muss doch irgendwie möglich sein. Es kann ja hier nicht so ganz kompliziert sein. Wenn wir hier runtergehen, nochmal runtergehen, wieder ein bisschen hoch. Das ist auf jeden Fall nicht das Rätsels Lösung. Also das funktioniert gar nicht. Das als erstes, dann die hier, dann runter, dann nochmal runter, dann die, nee. Also wenn ich hier drücke, dann ist es egal wie, dann funktioniert es sowieso überhaupt gar nicht. Wenn wir es erstmal hinkriegen, dass überhaupt alle leuchten... So irgendwie und so. Und so. Und so. Nee. Also schon ein bisschen merkwürdig hier das Rätsel. Ich denke, das hat hier mit dem letzten irgendwas zu tun. Es gibt aber auch keine Hinweise. Ich möchte es eigentlich nicht überspringen. Wie könnte man das hier machen?